Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Elsa und begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Ich befinde mich im wunderschönen Ort Ehrwald in Tirol und werde heute auf die Coburger Hütte wandern. Das Beeindruckende an dieser Wanderung ist, dass man einen wahnsinnig tollen Blick auf das Mieminger Gebirge hat, einen prächtigen Ausblick auf das Zugspitzmassiv und natürlich einen absolut atemberaubenden Blick auf den Sebensee und auf den Drachensee. Ich würde sagen, dass die Wanderung eigentlich eine leichte Wanderung ist. Auf jeden Fall bis zur Sebenseealm und zum Sebensee. Ab dem Sebensee das letzte Stück dann hoch zur Coburger Hütte. Ist auf jeden Fall nochmal steinig und steil und erfordert doch auf jeden Fall Trittsicherheit und etwas Kondition. Aber der Ausblick lohnt sich in jedem Fall. Wenn ihr also alles über diese Wanderung wissen wollt, dann würde ich vorschlagen, dann bleibt jetzt am besten dran. Was auch besonders schön an der Tour ist, ist, dass man eine Kombination machen kann. Das heißt, man kann eine Kombination aus Bike und Hike machen, kann sich ein Mountainbike leihen oder ein E-Bike und kann damit zur Sebenseealm fahren und zum Sebensee. Beim Sebensee gibt es dann die Möglichkeit, das Fahrrad abzustellen und von dort aus muss man dann zu Fuß weitergehen. Aber es ist eine gute Möglichkeit für diejenigen, die sich vielleicht nicht zu Fuß komplett nach oben trauen und auch gerne Fahrrad fahren. Jetzt unmittelbar neben dem Drachensee. Die Wanderung zur Coburger Hütte beeindruckt wirklich mit einem Ausblick auf das Mieminger Gebirge, einem prächtigen Ausblick auf das Zugspitzmassiv und man hat einen grandiosen Ausblick auf zwei traumhafte Bergseen, auf den Sebensee und den Drachensee. Ich werde jetzt auf der Coburger Hütte mir noch einen schönen Kaiserschmarrn genehmigen und natürlich was Kühles zum Trinken und nehme euch dann wieder mit runter.
traumhafter Tag hier im Mieminger Gebirge in Erwald in Tirol geht zu Ende. Es war eine wunderschöne Wanderung. Ich bin total begeistert und kann diese Wanderung nur wirklich jedem ans Herz legen. Ich muss sagen, ich habe heute Morgen etwas den Schweinehund überwinden müssen und bin super früh aufgestanden und bin absolut begeistert und froh, dass ich es gemacht habe, weil es ein wirklich schöner Tag war. Ich hoffe, dass ich euch auch begeistern kann, hier in diese Region zu kommen und auch diese Wanderung hoch zum Drachensee, zur Coburger Hütte und auch zum Sebensee zu machen, und würde mich riesig freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Wenn euch mein Video also gefallen hat, dann hinterlasst mir unbedingt einen Daumen nach oben und ein Abo, damit ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Ein Abo ist im Übrigen absolut kostenlos und ist mit keinen Verpflichtungen eurerseits verbunden. Ihr erfahrt einfach immer direkt, wenn ich ein neues Video hochlade, und bekommt immer ein Update. Ich würde mich also riesig freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen.